Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends, ein Gameplay zu den T2 Kreuzer oder Premium Kreuzer der Japaner, die Mikasa. Ja, wie ihr die Mikasa bekommt, ganz einfach, die gab es mal eine Zeit lang im PlayStation Store umsonst, wenn ihr PlayStation Plus Mitgliedschaft habt. Hattet, wie es an der Xbox ist, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, wir haben sie bekommen bei der PlayStation Plus Mitgliedschaft. Und ja, das ist dieses Teil. Ja, der eine oder andere, der weiß aus meinen Streams, mit den Dingen kann man mich eigentlich recht gut ärgern. Ich mag sie eigentlich nicht, aber dennoch habe ich mich gewagt, dazu auch ein Gameplay zu machen. Und um einfach so ein bisschen Feedback weiterzugeben und vor allen Dingen, wie ich sie spiele. Ich meine, der Nachteil ist halt, man sieht es eigentlich schon, sie hat halt nur die zwei Türme. Das heißt, sie hat vorne einmal den Zweierhauptturm und hinten den Zweierhauptturm. Das ist eigentlich ihr großes Problem, dass sie halt, ja, erstens mal nicht präzise ist, so wirklich, und zweitens mal dann der lange Nachladezeit oder die lange Nachladezeit, und das macht sie einfach so unbeliebt für mich. Aber ansonsten, so von der Sekundär her, ihr seht, sie hat hier schon an der Seite recht gut Sekundär, und deswegen habe ich sie auch tatsächlich auf Sekundär geskillt und du damit ab und zu mal ein bisschen rumduckern, wenn mich mein Stream so ein bisschen ärgern möchte, was sie natürlich immer tun. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir gucken uns das Schiff mal an, wir gucken uns mal die Werte an und natürlich noch ein schönes Gameplay. So, und zwar, wir haben einmal den Mod eingebaut, Antrieb Mod Nummer 1. Links unten seht ihr wieder die Werte. Sie hat keinen anderen Mod, deswegen switchen wir auch gleich zur Ausrüstung. Wir haben einmal Sprenggranaten, panzerbrechende Granaten, dann Schadensbegrenzungssystem und Reparaturmannschaft. Hier wieder Mods zum Booster reinpacken, um mir die Booster ein bisschen Money, grüne Erfahrungspunkte und so weiter und so fort zu farmen. Hier hinten haben wir wieder die Gefechtsbooster, wo man sich ein bisschen pushen kann, beziehungsweise die Werte erhöhen kann. Hier Bewegungsgeschwindigkeit, hier kommt Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien dazu und hier hinten kommt eine Reichweite der Hauptbatterie dazu. Hier unten haben wir die Permanenttarnung. Natürlich könnt ihr euch andere Permanenttarnungen noch erstellen. Dafür einfach auch am besten das Gameplay anschauen von meinem Kanal und euch da ein bisschen drüber informieren. Hier unten haben wir einmal die Flaggen, wo ihr beliebig draufpacken könnt. Das ist einfach nur Style. Es stehen noch ein paar kleine Informationen da. Also jetzt nichts Großes Besonderes. Jo, die Werte überleben. Trefferpunkte 31.200, eine Panzerung von 10 bis 356 mm, Torpedo-Schadensverringerung 10%, Artillerie hat sie 53 Punkte, Hauptbatterie 2x2 305 mm, eine Feuerreichweite von 10,9 km, Ladezeit 22 Sekunden, Dauer für 180 Grad Kehre 30,5 Sekunden. Der Sprenggranatenhöchstschaden beträgt 5.100, die Brandwahrscheinlichkeit sind 29%. AP-Granatenhöchstschaden 7.700. Sekundärbewaffnung 18x1 76 mm, eine Feuerreichweite von 3,5 km und eine Ladezeit von 5,5 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden 1.300 und eine Brandwahrscheinlichkeit 5%. Dann die zweite Sekundärbewaffnung hat sie 14x1, 152 mm, eine Feuerreichweite von 3,5 km und eine Ladezeit von 13 Sekunden. Der Sprenggranatenhöchstschaden beträgt hier 2.700 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 6%. Zur Übersicht: Schwere Geschütze, dieses Schiff ist mit Großkaliber-Hauptbatteriegeschützen bewaffnet. Langsam unterdurchschnittliche Geschwindigkeit. Mikasa, das beste Geschwaderschlachtschiff der kaiserlichen japanischen Marine während des russisch-japanischen Krieges. Das Schiff war
ausgewogen mit Bewaffnung, Panzerung und Geschwindigkeit, die für ihre Zeit sehr gut waren. Die Mikasa war jedoch den Nachfolgern Dreadnought-Schlachtschiffen in vielen Punkten unterlegen. In Dienst gestellt 1902 Schiffe in einer Serie 1. Also man sieht hier tatsächlich auch schon so von der Form her, dass es eigentlich eher ein Schlachtschiff ist, ne? Also es ist halt ein Schlachtkreuzer, ein kleiner Schlachtkreuzer, und deswegen ist er halt, oder sagen wir mal so, deswegen ist, finde ich ihn halt auch ziemlich gut auf Sekundär, wobei halt da die Reichweite ziemlich low ist und die Hauptbatterie ist halt so das, was wirklich schon ziemlich problematisch ist, da sie halt nur vorne den Zweierturm hat und hinten den Zweierturm und die dann noch so abnormal streuen. Jo, als Kapitän habe ich hier den Kunichi Mikawa drauf. Er hat die Basisfähigkeit klammheimlich, Kreuzererkennbarkeit minus 2,4%. Dann haben wir hier einmal den Franz von Hipper drauf, um die Secondary ein bisschen zu pushen. Und hier unten würde ich jetzt mal behaupten, hier unten würde ich irgendwas mit, ja, mit mehr Heilung oder sowas reinpacken. Da müssen wir mal noch gucken. Aber wie gesagt, ich habe den jetzt nicht weiter geskillt, weil das Schiff spielt man nicht und den Kapitän habe ich eigentlich auch nirgendwo anders drauf momentan. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall genial einmal drinne oder einmal geskillt. Dann haben wir hier volle Kraft voraus, Schwamm, steuerbar und hier unten streng nach Vorschrift, wobei ich da tatsächlich schon eher auf vollständig verpackt gehen würde, um halt einfach nochmal eine Ladung zu bekommen für die Mikasa, weil dann haben wir nämlich zwei Verbrauchsmaterialien und vielleicht würde ich das sogar tatsächlich pushen mit dem Kapitän halt. Ja, und vielleicht würde ich das tatsächlich hier unten auch reinmachen, um einfach die Mikasa ein bisschen zu pushen. Natürlich könnte man hier auch, wenn man das jetzt möchte, könnte man hier auch auf jeden Fall den Sekundärkapitän reinpacken, ne? Man müsste halt nur darauf achten, dass man hier auf jeden Fall dann auf jeden Fall andere Fähigkeiten reinmachen tut, damit nicht Schlachtschiff dasteht. Also wir müssten hier zum Beispiel Streithammel raus tun und müssten hier arbeitsreicher Tag nehmen und hier genau dasselbe, das könnten wir sogar weiter drin lassen, das könnten wir auch drin lassen und das könnten wir auch drin lassen. Ne? Also das heißt, wir müssten halt wirklich tatsächlich dann sehen, dass wir immer dran denken, dass wir hier auf jeden Fall immer da oben diesen Perk umtauschen. Natürlich ist das hier natürlich nicht so geil, die Basisfähigkeit würde natürlich dann wegfallen. Also man hatte halt die Erkennbarkeit nicht. Aber, ja. Na, aber das wäre zum Beispiel auch eine sehr gute Variante, was man auf jeden Fall auch probieren könnte. Und wie gesagt, deswegen habe ich halt einfach den hier drinne, um so ein bisschen, damit ich nicht ständig das Umskillen da tun muss, habe ich bei der Mikasa diesen Kunichi drinne gelassen und, ja, es geht. Wie gesagt, mein Stream, die ärgern mich damit auf Twitch. Alles oder nix unterstrich TV. Könnt ihr mich gerne auch mal ärgern mit dem Ding, wenn ich da mal wieder ja, am Stream bin. Und ich würde sagen, wir gucken uns mit ihr mal so ein Gameplay an und gucken mal, was da Schönes machbar ist. Und ich sag mal, bis gleich. So, kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsschiffe. Die Mikasa. Ja, wie ihr gesehen habt bei meinem Kapitäns-Skill, ich habe die Mikasa komplett auf Secondär geskillt. Sie ist tatsächlich, sage ich mal, ein Schlachtkreuzer. Hat halt wirklich den absoluten Nachteil mit den zwei Kanonen. Vorne die Kanonen drauf, das ist schon nicht so einfach, muss man einfach mal sagen. Das ist, wenn da eine Streuung drin ist, bei den Kugeln
wird es dann schon ziemlich schwer, damit irgendwas Gescheites anzustellen. Ich meine, gut, das Schiff ist nun mal da, deswegen kann man es auch mitnehmen. Es war umsonst bei PlayStation Plus drin. Und deswegen dachte ich mir, gut, ich lade es auch mal hoch, um so ein bisschen vielleicht die ein oder andere Information weiterzugeben. So wie ich die ab und zu mal spiele, wenn sich die aus meinem Stream gewünscht wird, wenn die mich mal wieder ärgern wollen. Also, wenn da auf jeden Fall mal so ein Sekundär-Push kommen würde bei die Kreuzer, wäre auf jeden Fall ab und zu auch schon mal nice, weil es gibt ja schon einige Kreuzer, wo man so ein bisschen auf Sekundär spielen könnte und dies vor allen Dingen auch machen können. Na, wie zum Beispiel bei der Mikasa. Sie hat eigentlich auf jeden Fall schon die Sekundär dazu, um ein bisschen was auf Sekundär anzustellen. Oder zum Beispiel die Graf Spee, der deutsche Kreuzer, kann auf jeden Fall auch ordentlich was mit Sekundär anstellen. Nur er hat halt auch noch keinen Push bekommen. Bin mal gespannt, ob das irgendwann mal passiert, dass er einen Push bekommt. Werden wir auf jeden Fall mal schauen. Und man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, man muss gucken, wann endlich die Träger kommen, wie das bei den Trägern dann ist, ab welcher Stufe die anfangen. Und da werden wir auf jeden Fall mal reinlunzen dann, wie das Ganze funktioniert. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wie gesagt, kommt mal auf Twitch, alles oder nix unterstrich TV. Link steht auf jeden Fall am Ende unterm Gameplay. Könnt ihr nachgucken, da kommt ihr ja auf meinen Kanal. Ich würde mich natürlich über ein Follow freuen und auf YouTube sehr gerne über ein Abo, das kostet euch nichts. Und vor allen Dingen seht ihr halt regelmäßigen Content von mir, von verschiedenen Sachen über das Thema World of Warships Legends, wo ich mich selber damit sehr befassen tue, weil es mir eigentlich Spaß macht und ich eigentlich sehr gerne Leute weiter informieren oder Hilfestellung geben würde, wenn man sich denn helfen lässt. Na, hier kann man dann schon tatsächlich sehen, also sie hat auf jeden Fall recht gute Kanonen, aber sobald sie streut, ist es halt verdammt schwer, irgendwelchen Schaden zu verursachen, weil sie halt nur vorne die zwei Kanonen hat und hinten die zwei Kanonen. Ne? Es geht zwar gerade hier von der Streuung, aber sobald eine Kugel weggeht, ist vorbei. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Mikasa. Wie gesagt, ist ein kostenloses Schiff, also nehmt es euch mit. Nice schaut sich schon mal aus, aber was Damage angeht, ist es ein bisschen Trash. Aber schaut es euch an. Ich bin raus. Tschö mit Ö. Kommt gerne mal auf Twitch. Alles oder nix. Unterstrich TV. Haut's rein. Tschö mit Ö. Euer Vinny. Viel Spaß beim Anschauen. に火災を確認。
撃沈しました。 前方に魚雷確認。 前方から魚雷接近。 勝利は我々にかかっています。
前方に魚雷確認。左舷から魚雷接近。 魚雷確認。左舷から魚雷接近。 激進しました。